Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Wolf, Sie sollten sich vielleicht nicht nur mit Professoren in Enquetekommissionen beschäftigen, sondern vielleicht mal als Sozialdemokratin auch in die Betriebe in Deutschland gehen und sich anschauen, was dort an industriellem Mittelstand vorhanden ist, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Chemie an Arbeitsrealität haben. Nämlich die meisten Unternehmen in der chemischen Industrie sind eben nicht so groß wie die BASF. Und deswegen muss man sich nämlich mal genau anschauen, was Sie da gesagt haben. Also Sie haben ja, wie ich gerade unserem Parlamentsbuch entnommen habe, einen Abschluss als Unterstufenlehrerin Mathematik. Und in der Unterstufe lernt man ja schon Prozentrechnung. Das scheint bei Ihnen nicht mehr so ganz präsent zu sein, Frau Wolf. Sie haben uns hier erzählt, das Kriterium für die Energieintensität sei der Energieverbrauch. Dass der Schwellenwert, den Sie angesprochen haben, vom 1 Gigawatt oder 10 Gigawatt, den gibt es. Aber das Kriterium, ob man energieintensiv ist oder nicht, ist ein Prozentsatz, nämlich 14% an der Wertschöpfung. Das ist das Kriterium, was die SPD eingeführt hat und was diese Koalition nicht geändert hat. Was wir geändert haben, meine Damen und Herren, ist in der Tat der Schwellenwert. Nämlich, dass Sie nur die Großunternehmen befreit haben, nur die Thyssens und die BASFs dieser Republik. Und das ist offensichtlich ja erkennbar Ihrer Politik. Sie sind die Genossen der Bosse, wir sind die, die für den industriellen Mittelstand und für die Arbeiter in diesen Unternehmen stehen, meine Damen und Herren. Und den Grünen ist die Wertschöpfung ja egal, man fährt im Porsche Cayenne zum Bioladen und die Arbeiter in der Chemieindustrie ist einem egal. Aber von Sozialdemokraten würde ich einen anderen Ansatz erwarten, als dass sie hier so tun, als seien die Industrieunternehmen im Mittelstand nicht im internationalen Wettbewerb. Das ist doch die Täuschung, die Sie hier dem deutschen Volk vormachen wollen, nämlich zu sagen, alle Kostensteigerungen sind nur deswegen da, weil wir jetzt hier irgendwelche Unternehmen begünstigen. Nein, die Wahrheit ist, dass wir an der Stelle im internationalen Wettbewerb Arbeitsplätze in Deutschland schützen. Und dazu stehen wir, und zwar stolz im Blick auf die Arbeiterinnen und Arbeiter in diesem Land, meine Damen und Herren. Und man muss sich dann mal anschauen. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kelber? Ja, bitte, er hat wahrscheinlich wieder keine Redezeit von seiner Fraktion bekommen. Ich werde als stellvertretender Fraktionsvorsitzender laufend unterdrückt in meiner Fraktion, was genau Redezeit angeht. Ich fand das übrigens, wenn ich eine kurze Bemerkung mache, nicht gut, über die jeweiligen Berufe anderer herzuziehen, wenn man selber vor allem auch noch nicht in der freien Wirtschaft gearbeitet hat, sollte man das nicht jemand anderem vorwerfen. Aber meine Frage: Wenn Sie die Kriterium nennen, internationale Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, was eines der drei Kriterien ist, das wir auch benennen in unseren Anträgen und an den Punkten, und dann Firmen erstmal benennen, die schon zu Regierungszeiten der SPD diese Ausnahmen bekommen, von denen wir sagen, dass sie beibehalten wollen, dann möchte ich Sie bei ein paar Unternehmen, die auch schon in der Öffentlichkeit genannt wurden, fragen, was dort die internationale Wettbewerbsfähigkeit ist. Der deutsche Wetterdienstbehörde ist jetzt durch Sie von der EEG-Umlage befreit. Der Flughafen Stuttgart nimmt alles, was mit Energie zu tun hat, in einen neuen Konzern aus mit einem Mitarbeiter und lässt den sich von der EEG-Umlage befreien. Glauben Sie, dass dieser eine Mitarbeiter gefährdet ist, wenn der Flughafen Stuttgart weiter EEG-Umlage zahlen müsste? Und Sie und ich, wir lieben auch ein gepflegtes Bier, weil Nordrhein-Westfalen ist ja die wirkliche Hauptstadt oder das Hauptland der Bierbrauereien. Glauben Sie, dass für unsere Biere sich niemand mehr entscheiden würde, wenn Sie nicht hingehen würde und die Brauereien in Deutschland von der erneuerbaren Energienumlage befreien würden? Wo sehen denn Sie da die internationale Wettbewerbsfähigkeit bei der Gießkanne, mit der Sie zulasten der Verbraucherinnen und Verbraucher im Augenblick die Ausnahmen ausweiten? Also, lieber Herr Kelber, ich wiederhole es noch mal. Wir haben das Energieintensitätskriterium nicht geändert. Die
Wettbewerbsfähigkeit der Deutschen Bahn, die unter ihrer Zeit bereits als energieintensives Unternehmen eingestuft wurde, ist im internationalen Wettbewerb zumindest auf den deutschen Strecken auch nicht gegeben. Also wenn Sie das kritisieren, dann spiele ich diese Kritik schon gerne an Sie zurück. Die Frage ist in der Tat, ob wir mal ganz sachlich und unemotional uns anschauen müssen, ob die unterschiedlichen Kriterien, die wir bei den Bereichen Emissionshandel, Energiesteuer, EEG anwenden für die Ausnahme- und Reduktionstatbestände, ob man die besser angleichen könnte. Da können wir gerne zusammenarbeiten, um solche Beispiele, wie Sie sie Herr Krischer, Sie kommen dran, oder nein, doch, Sie sind dran, können Sie mir gleich alles erzählen. Also, Herr Kälber, wir können gerne seriös darüber sprechen, wie man diese Stilblüten, die Sie hier vortragen, wie den Deutschen Wetterdienst, da wieder rausbekommt. Aber ich sage noch mal ganz deutlich, am Energieintensitätskriterium der SPD haben wir nichts geändert. Wir haben nur die Schwellenwerte abgesenkt, damit auch Chemieunternehmen in Chemieparks oder Zulieferer im Sauerland, wenn wir mal nach NRW schauen, die auch energieintensiv sind, genau die gleichen Rechte haben wie Thyssen, wie BASF oder Lanxess oder andere Großunternehmen in dieser Republik. Und ich glaube, Herr Präsident, Herr Kollege. Und Sie haben schon voreilig Ja gesagt. Also bitte schön, Herr Kollege. Ja, ich möchte doch in der Tat auch noch mal nachfragen, ganz im Sinne vom Herrn Kälber. Sie stimmen mir doch sicher zu, dass in der Tat wir keine einzelbetriebliche Regelung getroffen haben, sondern Kriterien festgelegt haben, nachdem die Unternehmen sich dann melden können. Und wir haben auch bei dieser Reform die Unternehmen, die Sie befreit hatten, die wir festgestellt haben, nicht dem Wettbewerb europäisch oder weltweit unterliegen, dann auch beispielsweise, sofern sie identifiziert wurden, rausgenommen. Eins, was mich leider persönlich betrifft, genau die Bodenseewasserversorgung, die war nämlich ist energieintensiv. Das führt im Übrigen nicht zur Freude derer, die da in der Region Stuttgart beispielsweise insbesondere betroffen sind, zu einer rund 10-prozentigen Wasserpreiserhöhung. Aber in der Tat, die Bodenseewasserversorgung, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nach Hongkong oder nach Paris auswandert, relativ gering. Deshalb sind die bei der letzten Reform herausgenommen worden, dort, wo die erkannt wurden. Und ich gehe davon aus, dass auch die FDP und der Herr Kauch dann, sobald diese Dinge da sind, wir auch uns das anschauen und das verändern werden. Aber das heißt doch nicht, dass Sie jetzt wirklich hier uns vorführen sollten, gegenseitig mit Einzelbeispielen, die hier entsprechend die energieintensive Industrie insgesamt ins falsche Licht drücken. Kollege Pfeiffer hat völlig recht, er sieht das richtig. Die FDP wird gerne mit Ihnen darüber diskutieren, wie wir hier treffsicher die Ausnahmeregelung machen. Denn unser gemeinsames Anliegen ist ja, dass wir Arbeitsplätze, die energieintensiv sind und im internationalen Wettbewerb stehen, entsprechend hier auch befreien, damit es eben nicht zu Verzerrungen im internationalen Wettbewerb kommt. Da sind wir ganz einer Meinung. Meine Damen und Herren, nochmal, wir müssen die unterschiedlichen Reduktions- und Befreiungstatbestände treffsicher gestalten und zwar möglichst einheitlich auch zusammenführen. Es ist auch im Interesse der Unternehmen, die hier unterschiedliche Vorgaben haben im Bereich des Emissionshandels, im Bereich der Energiesteuer und im Bereich des EEG. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, wie schaffen wir es, dass nicht immer mehr auf wenigen Schultern ist? Das ist ja der Ausgangspunkt der Debatte. Wie schaffen wir es, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher im Privathaushalt nicht am Schluss allein die Zeche zahlen? Und deshalb sage ich auch ganz klar in Richtung des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Es ist auch keine gute
Lobbyarbeit, kein gutes Vorschlagsmanagement, wenn aus der Industrie ständig Forderungen nach weiteren Befreiungen kommen. Es kann nicht dazu kommen, dass wir die gesamte deutsche Wirtschaft von EEG-Umlage, Energiesteuer und so weiter befreien. Das ist völlig klar, denn am Schluss muss Energie für alle bezahlbar sein, für die Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb sage ich aber auch ganz klar, dass Ihre Strategie, Ihre Ablenkungsstrategie nicht verfangen wird. Denn es ist ja ganz klar, was Sie im Blick auf den 15. Oktober machen. Am 15. Oktober wird die EEG-Umlage voraussichtlich um 50% steigen. Und Ihre Antwort ist ganz einfach, das liegt nur an der Befreiung der energieintensiven Unternehmen. Und das ist doch eine Volksverdummung, die Sie hier betreiben. Es ist natürlich ein großer Teil dieser Umlagensteigerung am unkoordinierten Ausbau der Photovoltaik in der Vergangenheit gelegen. Diese Koalition aus FDP und Union hat diesen Missstand beseitigt. Und wir als FDP gehen noch weiter. Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger auch auf Dauer bei der Energiewende nicht überlastet werden. Dass für jeden Cent, den wir den Bürgerinnen und Bürgern hier aufbürden, auch möglichst viel erneuerbare Energien dabei herauskommt. Und deshalb sollten Sie nicht ablenken, sondern gemeinsam mit uns an einer wirklichen Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes arbeiten. Vielen Dank. Das Wort hat nun Eva Bulling-Schröter für die